Es ist ein Frühschoppen der etwas anderen Art. Musikalisch gestaltet wird er von der Magda Böhmischen, Schülern des Musikum Altenmarkt und dem Gesang Dreierlei. Für einen Frühschoppen ganz untypisches Instrument kommt auch zum Einsatz. Wie kommt ein junges Mädchen wie du zum Harfenspielen? Wir haben da so ein Buch daheim von der Moldau und das habe ich mal gelesen und da ist die Harfe drinnen. Bei dem Büttel, wo die Nymphen und die Feen im Mondschein schwimmen. Und da irgendwie, es ist immer so mit den Engeln, ich habe es immer in Verbindung gebracht und das hat mich dann inspiriert, dass ich Harfe spielen fange. Die Harfe muss mit dir mitwachsen, sozusagen. Das fünfte Instrument, ist das, auf dem du jetzt spielst? Das ist die dritte Harfe. Ich habe angefangen auf einer ganz einer kleinen mit so Klappen oben, die jetzt immer so statt die Pedale verstehen kann. Und dann habe ich eine größere gekriegt, eine Konzerthafe, und das ist jetzt ein professionelles Instrument. Wie geht es dir da, wenn du so auf der großen Bühne sitzt und da für ein großes Publikum spielst? Ja, es ist super, weil einfach halt so viele Zuschauer sind und du kannst halt einfach dein ganzes Können zeigen, so in dem Sinne. Und auch wenn du jetzt das tust für einen guten Zweck, das ist natürlich auch super. Der gute Zweck, den Stefan angesprochen hat, die freiwilligen Spenden für die humanitäre Ukraine-Hilfe, werden von der Marktgemeinde verdoppelt. Da ja ein großer Teil des Frühschoppens von Musikumschülern bestritten wird, haben wir natürlich auch den Direktor gefragt. Also mir hat es gefreut, dass so viele sofort dabei waren und sich gemeldet haben für das Konzert. Der Frühschoppen war einfach besonders mit solchen Beiträgen von Kindern. Und das Besondere an dem Ganzen war für mich auch die Auswahl, die Stücke, einfach die Programmauswahl. Die Magda Böhmische ist eine noch junge Formation der Trachtenmusikkapelle Altenmarkt. Wie jeder weiß natürlich, in den letzten zwei Jahren war es ein bisschen sehr mühsam mit den ganzen Spielereien. Und da haben wir uns untereinander ein bisschen zusammengerufen, haben geschaut, was kann man machen, dass man ein bisschen wieder alles beleben muss. Und dann haben wir uns entschlossen, wir ein paar von der Altenmarkt der Musik aus, dass wir uns da also eine Böhmische gründen, dass wir wenigstens ein bisschen was machen können. Das heißt jetzt mehr Probezeit für die einzelnen Mitglieder? Ja, das ist natürlich selbstverständlich, dass wir die ganze Musik nicht außer Acht lassen dürfen. Und die, die da dabei sind, die sind alle nach wie vor so begeistert, dass die wollen unbedingt das böhmische Märchen spielen. Und es ist voll super, dass die alle dahinter stehen, weil sonst kannst du sowas gar nicht machen. Und wie reagieren die Frauen drauf? Ja, die Frauen, die nehmen das relativ locker, die fahren mit, wo wir spielen. Und das ist eine große Familie und das ist wunderbar so. Also.